das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten. In der Geschichte der Kirchen haben die einzelnen Gebote eine völlig verschiedene Aufmerksamkeit gefunden. Wie detailliert hat man untersucht und bestimmt, wann das Keuschheitsgebot verletzt war, das Gebot der Sonntagsheiligung, das alte Nüchternheitsgebot und die Gebote, die das Eigentum schützten. Wie fraglos hat man das Töten hingenommen und gefördert. Bei der Todesstrafe, im Krieg, bei der Verfolgung von Ketzern und Andersgläubigen. Wir können es nicht verschweigen. Das Christentum zieht eine Blutspur hinter sich her. Und zugleich haben wir in unserer Tradition die schönsten Texte und Geschichten gegen die Gewalt, die den Menschen angetan wird. Zwar hat man immer gesagt, dass eine Privatperson nicht töten und ihr Gewalt antun darf. Das Tötungsrecht des Staates und der Obrigkeit hat man später problematisiert, sehr viel später. Die fatale Trennung zwischen privatem Totschlag und staatlichem Morden hat Luther in seinem Katechismus getroffen. Das heißt da, in diesem fünften Gebot ist Gott und die Obrigkeit nicht mit einbegriffen, noch wird ihnen die Macht genommen, die sie zum Töten haben. Welche gefährliche Gleichsetzung, Gott und die Obrigkeit. Sie hat so viel dazu beigetragen, die ungezählten Morde in unserer Geschichte selbstverständlich zu machen. Ich zitierte Luther, ich könnte ebenso viele katholische Texte mit diesem Tenor finden. Ich will damit sagen, dass es zwischen den Kirchen nicht nur die Ökumene des Glaubens gibt, sondern auch die Ökumene des Verrats. Auch das macht die Kirchen einander nah, dass sie miteinander die Geschichte der Verleugnungen Christi teilen. Feindschaft und Gewalt sind urwüchsiger und älter als die Idee der Gewaltlosigkeit. Wir sind der Gefangenschaft einer puren Natur am meisten da verfallen, wo wir glauben, dass Kampf und Gewalt die eigentlichen Mittel des Lebensgewinns sind. In Epochen, in denen Menschen zurückfallen in die blanke Blindheit ihrer biologischen Natur, wird die alte Lebensauffassung wiederholt. Die Nazizeit mit ihrer Verherrlichung des Kampfes, des Tötens und sogar des eigenen Todes für das Volk ist ein gutes Beispiel dafür. Man könnte das die Ethik der Drachen nennen. Und man kann sie so beschreiben: Die Welt ist feindlich, und man kann in ihr nur als der Feind der anderen überleben. Feindlich ist die nächste Gruppe, Rasse, das nächste Land und sogar die nächste Religion. Gegen sie muss man alle Fenster der Verwundbarkeit schließen. Man muss aufrüsten und sich den Panzer der Unverwundbarkeit zulegen. Nur sehr langsam entstand die neue Idee der Gewaltlosigkeit und des Friedens. Und es entstehen Erzählungen davon, dass der Verzicht auf die Gewalt und Feindschaft das Leben retten kann, wie wir sie in der Bergpredigt haben. Dort heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Aug um Aug, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt. Wer dich auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Das alte Aug um Aug, Zahn um Zahn, war die erste Form der Begrenzung von Gewalt. Es war also nicht ein Satz, der die Rache selbstverständlich macht, sondern sie begrenzt. Mehr sollte man am Feind nicht zerstören, als dieser selbst zerstört hat. In dramatischer Übertreibung wird der Racheverzicht ausgedrückt, dem die andere Backe hinhalten, der einen auf die rechte schlägt, dem auch den Mantel geben, der den Rock von einem fordert, den segnen, der einen verflucht. Das sind Bilder höchster Aktivität, mit denen der Gewaltverzicht beschrieben wird, also nicht Duldungsgesten, die dem Bösen seinen Triumph lassen. So entsteht ein neuer Lebensentwurf, der nicht mehr auf Feindschaft, sondern auf Freundschaft,
als Lebensprinzip setzt. Keine Rache üben, der Gewalt nicht mit Gewalt begegnen. Das ist die Aufkündigung der alten Geläufigkeiten. Das alte Sprachspiel heißt, schlagen, wenn man geschlagen wird. Das versteht jeder. Aber der Gewaltverzicht macht den Schläger hilflos. Es irritiert, wenn jemand das alte und bekannte Spielchen der Rache und Gewalt nicht mitspielt. Es mag der Gewaltverzicht ja für den Einzelnen möglich sein, aber kann er auch für ein Staatswesen gelten? Haben die nicht recht, die sagen, mit der Bergpredigt kann man nicht regieren? Ja, es gibt Situationen, in denen Gewalt das letzte Mittel ist, das Leben zu schützen. Wer etwa hätte es gewagt, den Nazis gegenüber Gewaltverzicht zu predigen? Man muss aber wissen, dass Gegengewalt das Unrecht zwar eindämmt, aber sie ändert nicht viel. Sie bekehrt nicht. Das Problem unserer Gesellschaften ist, dass das Prinzip der Gewaltfreiheit und des Racheverzichts noch nie ernsthaft überlegt und erprobt wurden. Mit welcher enormen Energie, Zeit, Verschwendung von Geld und Lebensressourcen wird der Krieg studiert, die Aufrüstung vorangetrieben und wird die Verteidigung zum Lebenskonzept? Wie viel Geld aber hat man je ausgegeben für das Studium und die Übung der gewaltfreien Verteidigung? Dabei gibt es durchaus Modelle, historische Erfahrungen im gewaltfreien Widerstand, wie die von Martin Luther King und von Mahatma Gandhi. Die ungeheure Verschwendung an militärischer Rüstung zeigt, dass wir in unseren Kulturen immer noch mehr aufs Töten setzen als auf das Lebenskonzept des Gewaltverzichts. Der Gedanke des Friedens und des Gewaltverzichts müsste, wenn die Kirche ihre eigenen Texte ernst nehme, dort eine vorrangige Heimat haben. Wir haben nicht in neutraler Ausgewogenheit den Vorteil von Gewaltlosigkeit und gewaltfreien Lösungen zu bedenken. Die Kirchen sollten unausgewogen, einseitig und starrköpfig den alten Satz wiederholen: Du sollst nicht töten. Friedenskirchen wie die Quäker tun dies auch. Dass die Gewalt gelegentlich nötig ist, sagen alle. Und es ist das Geläufigere. Wir haben aus unserer Tradition etwas zu sagen, was weit weniger selbstverständlich ist, dass die Friedfertigen das Land besitzen werden. An einem Punkt ist das Tötungsverbot ernst genommen. Es gibt in unserem Land die Todesstrafe nicht mehr. Eine der Grundlehren des Christentums und vielleicht sein größter Trost für uns alle ist, dass es vor Gott keine Schuld gibt, die nicht vergeben werden könnte. Kein verfahrener Weg, der nicht Ausgang zu einer neuen Freiheit und neuem Heil werden könnte. Wie also können Menschen einander Schicksale zumuten, bei denen es kein Zurück gibt? Die Todesstrafe aber ist eine solche Zumutung. Es gibt sicher Situationen, wo der Wunsch nach der Todesstrafe fast nicht zu unterdrücken ist. Etwa, wenn einer ein Kind vergewaltigt und tötet. Oder wenn die Drogenmafia systematisch Jugendliche abhängig macht. Aber wir haben kein Recht, einem Menschen zuzufügen, was Gott ihm nicht zufügt. Die endgültige Verweigerung eines neuen Lebens. Das Land ist groß, in dessen Gesetzen sich ausdrückt, was Gott will. Du sollst nicht töten. Jemand das Leben nehmen, kommt oft vor. Oft, ohne dass wir es töten nennen. Bei Bert Brecht heißt es, es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem Menschen ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in einer schlechten Wohnung verkommen lassen, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unseren Staaten verboten.